Der Autosalon in Genf. Jedes Jahr geben sich hier alle namhaften Autohersteller ein Stell-Dich-Ein. Der ideale Platz für Model- und Fitnesstrainer Christian Derberg, sich in puncto fahrbaren Untersatz auf den neuesten Stand zu bringen. Vielleicht gefällt dem Wahlmallorquiner ja der neue Seat Leon SC, ein rassiger Spanier, der aber auch die ergonomischen Anforderungen der Sportskanone Christian erfüllen sollte. Der erste Eindruck ist positiv. Ja, bei den Sitzen des Leon ist natürlich die Ergonomie ein ganz, ganz großes Attribut. Sie haben eine sehr lange Sitzfläche. Das unterstützt erstmal schön die Beine. Es ist gerade bei langen Fahrten sehr gemütlich, entspannend auch dann, ja, zu fahren. Weiterhin gleichzeitig, wenn man jetzt auch sagt, man möchte ein bisschen sportlicher fahren, hat man die schönen Seiten halt hier. Und allgemein sitzt man relativ gerade, ist ja auch gerade wichtig. Ich auch als Fitnesstrainer sage auch immer meinen Kunden, also die gerade Haltung ist sehr wichtig, gerade um auch Rückenprobleme und Verspannungen vorzubeugen. Und da muss ich sagen, da hat Seat echt einen Quantensprung gemacht im Sitzbereich. Also man sitzt sehr, sehr, sehr gut. Der Seat Leon SC hat im Gegensatz zum Fünftürer eine flacher stehende Heckscheibe und verzichtet auf das dritte kleine Dreiecksfenster. Im Gegenzug wurden die vorderen Türen etwas länger. Zugunsten der Fahrdynamik wurde der Radstand um 35 mm verkürzt. Wir haben den Fünftürer schon gezeigt, heute zeigen wir den Dreitürer, der wirklich sehr kompakt und sportlich ist und wirklich das sportlichste Auto bei Seat im Moment ist. Und dann zeigen wir noch ein Modell in Frankfurt. Wer Angst hat, im Seat Leon SC könnte man weniger Gepäck mitnehmen als im normalen Leon, kann beruhigt sein. Mit 380 Litern Volumen ist der Gepäckraum genauso groß.